So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf dem GroupCraft Server. Ja, das letzte Mal waren wir in einem Tempel. Wo sind die Sachen? Wahrscheinlich hier. Haben wir ein paar klöppelige Kolben mitgenommen, Werfe und so. Heute möchte ich gerne mit dem Diorit. Ja, haben leider nicht so viel, aber können wir mal machen. Und Birkenholzblätter das Haus bauen. Müssen mal schauen, wenn das Fundament ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo. Dann machen wir hier die schöneren Blöcke. Polierte Diorit. So. Und sonst müssen wir dann noch holen. Dann haben wir wenigstens ein Haus. Ein Haus, das wenigstens einmal ein bisschen ja, nach etwas aussieht und nicht nur eine Bruch, also ein Fundament ist. Jo, machen wir das so. Ja, ich will es jetzt eigentlich nicht fliegen lassen, aber da wir momentan nicht so viel haben, geht das gut. So, hier noch. Ja, toll. Falle ich noch runter. So. Was? Durchsuchungsbefehl. So, zweiter. So, und hier vorne möchte ich dann eine Tür machen. Hier sind zwei. So, in die Mitte. Und fertig, holt Stein. Sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr. Die Diamantspitzhacke brauchen. Ja. Können wir mal mitnehmen. Und jetzt holen wir noch mehr Diorit. Der Boden will ich ab kurz noch zuerst austauschen. Wen willst du denn durchsuchen? Ich schreibe es jetzt einfach nochmals. Ach, selber. Weil ich es umgeschrieben habe. So. Das sieht schon viel schöner, angenehmer aus. Ich liebe das Holz einfach. Ja, da musst du ja nicht fragen. Wieso fragst denn du? Haben wir noch von diesem Holz? Dann müssen wir kurz fällen. Haben wir hier Bäume? Wir müssen mal von denen setzen. Crazy da. Oh. Das Bett ist gecheatet. Ich mach's mal kurz weg. Nur weil ich wollte, dass die Nacht schnell vorbeigeht. Ob die Leute sind ja auf dem Server und sind nicht alle ins Bett gegangen. Darum ging das nicht. So, Bett weg. Bett machen wir dann ein neues. Ein Durchsuchungsbefehl, damit er nichts Dummes macht. Eine sehr schöne Rechtschreibung. Ich will kurz die Setzlinge legen, dass die nicht despawnen. So. Wir müssen hier ein paar Birken setzen. So. Die Bäume, Blätter machen wir hier weg. So, und hier unten haben wir ja noch ein Ding. Ein Dreier-Dingbaum. Da möchte ich gerne noch einen setzen. Ah, oh, die sind schon gewachsen.
Das ist jetzt ein bisschen blöd, habe ich das letzte Mal noch vergessen. Aber wenn wir jetzt die fällen und dann nochmal setzen, das ist gut. Ich hoffe nur, dass jetzt vier Setzlinge noch droppen. So. Also kommt bitte vier Setzlinge. Dann machen wir mal den Garten bisher. Ja, ich mache dann eine bessere Axt. So, Garten machen. Was wir noch machen könnten, weil wir so viele Weizending haben, Ehrengaben oder wie man den sagt, könnten wir noch ein Dach machen, also eine Scheune mit solchem Dach. Ist zwar jetzt nicht so modern, aber ich finde es wunderschön. Und ja, sonst machen wir irgendwelche, einen Hof mit Weizen. Wir könnten sie zu den Dingen machen, also ich glaube, die gehen nicht so. Nein, die gehen größer. Die gehen mal 3x3. Und dann könnten wir Dingsbungs. Ja, denen ein bisschen Futter geben, den Tieren. So, im Let's Play ist mir einfach richtig so ein bisschen Ding, als würden wir richtig auf einer Insel, auf einer Halbinsel leben und etwas aufbauen, was modernes eben. Also wir wohnen hier in der Zukunftswelt und hier sollte es schon ein bisschen dynamisch sein, ans moderne Leben Ding, also dann mal richtige moderne Sachen bauen. Anfangen. Langsam, so langsam wird's. Hey, kommt wirklich nichts hier? Was ist denn los? So langsam wird es mir einfach so ein bisschen. Es muss langsam Zeit kommen, dass ich modern baue. Es ist halt sehr schwer, modern zu bauen. Und das braucht einige Zeit. Ich hoffe, es euch ist es nicht allzu langweilig, wenn ich. Ja. Okay. Wenn ihr das Diorit modern nennt. Ja, es ist ziemlich modern. Es ist halt kein. kein gestrichene, also das ist wie gestrichen aussieht das Haus, aber sieht ähnlich aus, also ich nenne es jetzt mal Ding. Ich weiß nicht, Minecraft ist überhaupt nicht modern, also die meisten Sachen sind eher so altmodisch, 70er, 50er, 40er Jahre und nicht so zukunftmäßig oder gegenwartmäßig. Aber mal schauen, wie die Raumschiffe dann aussehen, wir könnten mal dann hingehen in die Raumschiffwelt, in die Spacewelt. Kann kurz kommen. Durchsuchen wohl. Solche Sachen möchte ich im Let's Play auch nebenbei machen, aber nicht allzu oft. Weil ich will im Survival eigentlich bleiben. Spaktor-Mod. Aha, Spectrum, Vanish-Mod. Komm. Ich mach's mal kurz.
Ich weiß jetzt nicht, was Crazy Mode gemacht hat oder machen will, aber ich denke, er ist nichtig. Ding. Slash tp. Also hier. Wohin? Bei seinem Haus. Oh. Ah, geht ja gar nicht. Ja, ab deine Items. Das. Oh nein. Geh raus. Irgendwie löschen. Kann dich nicht löschen. Ich mach mal. Wie am besten? Ich mach mal das Lava weg. Ach komm schon. So. Kannst kommen. So. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5. 5 mache ich weg. So. Look. Das. Was hat der alles gehabt? Die da. Eisenerz. Die Pfeile gebe ich mal, da habe ich sicher nicht gegeben. Gebratenes Hühnchen. Kürbis. Ah, Kürbis ist mein. Ja, okay. Das da. Ich weiß sonst nicht mehr. Ich glaube, es war alles. Alles. Achtung, Lava ist doppelt so schnell im Nether. Zu wem sagt der Igno mich halt? Zu Ding. Minecraft 8.3. Das ist jetzt Ding. Also Minecrafter ist gestorben. Luke ist gestorben. Luke ist nochmals gestorben. Oh, wow, das ist... So, ich glaube, es ist nichts mehr ihm. Also ich hatte da... Naja, ist durch... Lava. Eben. Er sagt sofort nein, Floster. Weil solche Sachen, die passiert sind halt. Ich war ja nicht schuld, also ich habe jetzt nichts gemacht. Und ich bin ja Game Mode 1 gewesen, also er kann durchlaufen und die Sachen. Oh, wenn ich gestorben wäre, ich war nur Schussel, hab dann nicht wieder Game Mode gemacht. Ja, Gombit, was heißt Gombit? Es ist leider passiert. Ich war dabei, es war passiert. Eine Schnur, okay. Ich war ja dabei. Es war eure Schuld. Also, euer Versehen. Wir geben nichts, was passiert ist. So. Spawn. Machen wir mal kurz das mit dem Game Mode 3. Ob wir hier etwas gefunden hätten. Aber müssen wir mal kurz.
Ja, ihr müsst auch nicht. Okay. Tut uns leid. So, wir schauen mal kurz, ob das Ding ist. Können wir das öffnen? Also Crazy Duck war es. Also ich denke, der hat nichts. Also ich möchte es zwar nicht in der Aufnahme oder im Livestream selber machen, aber weil gerade Ding Floss da nicht kann, mache ich das mal kurz. Der hat viele Tränke. Hat er eine Alchemiestation? Von wo hat er die Tränke? Eine Kirche oder was ist das? Crazy Duck, wenn du das Video schaust, mach mal bitte dein Haus ein bisschen schöner, vor allem das die Kirche. Aber das wird er wahrscheinlich dann mal noch machen. Also, Verzauberungsbuch lasse ich mal gelten. Ja, ist eigentlich jetzt nichts, was Ding, also. Nö, das ist alles okay. Bei Crazy Duck ist alles okay. Ja, ist noch da. So. Also. Wir haben eigentlich alle Sachen. Eisenbeinschutz ist eigentlich bei ihm. Wieso habe ich jetzt nochmal mehr Sachen von ihm? Hä? Also wer war's? Luke? Nova, wie oft soll ich das noch sagen? Wegen der Fassade, okay. Also, Luke, Sachen sind es. Ich werde noch kurz die Sachen geben. Luke. Hier wohnt Minecrafter, Luke. Und zu uns, Luke. Hier sind noch zwei Sachen von Luke. So. Alles andere. Okay, Hebel noch. So. So. Kann nur Floster. So. Gutes, interessantes Let's Play jetzt gerade. Aber jetzt gehen wir in die Farmwelt zurück. Ist wieder Nacht, wie immer. Okay, ja, hier hinten sind wir gestanden. Setzen. Oh je. Also, ja. Wahrscheinlich wollten die einfach wieder weitermachen. So. Hallo, Zombie? Hey, Zombie, welche Ehre, du bist hier. Wunderbar. Oder Zombie. Sorry, wenn ich Zombie gesagt habe. Zombie, der Zombie. Der Schlingel. Nein, das möchte ich gerne nicht beschossen werden. Ja, einer der besseren YouTuber. Es gibt ja manche, die extrem kindisch sind und so. Das mag ich jetzt nicht so, aber ich habe nichts gegen die kindischen Let's Player. Es ist einfach so, dass ich sie gerne hatte, bis sie kindisch wurden und dann leider nicht mehr so. Aber ich habe wirklich nichts gegen die. Hab sie einfach deabonniert und schaue sie nicht mehr so, aber sind eigentlich noch gut. Der Schlingel war einer meiner Lieblings-Let's Player früher, also der Zombie. Aber ja, leider wurde er schlechter mit der Zeit. Der Erfolg macht es meistens so, dass YouTuber leider wieder schlechter werden nach einiger Zeit. Finde ich schade. Finde ich wirklich schade, aber kann man leider nichts machen. Haben wir ein Diamantschwert gemacht? Ich hoffe, es ist nicht meins. Nein, es ist meins. Das ist noch unbenutzt. So, eigentlich will ich ja das noch nicht benutzen, bis ich Ding habe. Verzauberung. Aber, ja. Weil wir so sind. Wir sind sehr verschwenderisch. So, also.
Na, wo ist dein Durchgang hier? So, hier rüber. Ich will gern fliegen. Schauen wir kurz auf der Map. Hier ist nichts, also gehen wir außen rum. Ich will nämlich hier nicht gerade von Monster überrascht werden. So. Also eben, wenn man auf dem Server-Ding, wenn ich jetzt irgendwas hier machen will, ich mache es nicht so gern. Weil ich andere Leute auf dem Server nicht gerne dann zeigen will, wie böse sie waren und so. Ich bin sehr neutral auf dem Server, also ich bin jetzt weder Admin noch irgendwie derjenige, der hier Scheiß auf dem Server macht, Scheißarbeit macht oder so. Nein, ich bin einfach nicht ich bin ja eigentlich YouTuber. Also, wenn ihr hier lest, YouTuber und ich bin nicht zuständig für den Server, aber ich helfe dem Server. Also ich helfe den Leuten, die auf dem Server sind. Und deshalb muss ich manchmal auch Sachen machen, wenn ich nicht hier gerade, also wenn ich gerade alleine bin. Deshalb. So, jetzt ist Förster wahrscheinlich zu Hause. Oh nein. Also solche Sachen wie so Items zurückgeben machen wir auf dem Server nicht. Was ist jetzt los? Hey, nein, bleib hier, bleib hier. Komm schon, bleib hier. Geh nicht kaputt. Ja, geh nicht kaputt. Nein, geh nicht kaputt. Also die Boote, die muss man ja nochmals verarbeiten. Bearbeiten, also besser machen. Die sind ja recht störrisch, vor allem auf Servern. Obwohl der Server nicht leckt oder so etwas. Das ist kein Tempel hier vorne. Unten. Also wenn jetzt zum Beispiel Keys. wenn jetzt zum Beispiel ja, jemand im Survival wegen ihr Lava oder so stirbt, wir geben nichts zurück. Also der Server ist nicht zuständig, wenn jemand selber schuld ist. Wenn jetzt jemand unschuldig tötet und die Items hat, dann werden wir von dem Dieb die Sachen zurückgeben, wenn es jetzt wirklich bewiesen werden kann. Aber sonst leider nicht. Also alles, was selber schuld ist, oder, also ja, Eigenschuld ist, also sonst Sachen, können wir leider nicht zurückgeben. Wir sind kein Server, wo alles rückgängig macht. Und Griefing, wenn groß gegrieft wird, dann werden wir den Server zurücksetzen, aber wenn klein gegrieft wird, können wir leider nicht den Server zurücksetzen. Ist nicht unser Wollen, ist nicht unser Tun. Aber ja, wenn jetzt wirklich etwas Unfaires passiert ist, ist so klar, da können wir es machen, aber ja. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt mal wohin, wo andere Leute noch nicht waren. Mal in diese Richtung. Wieso nicht? Wieso? Ist für die Leute, die kommen gegen Kies, ist leicht in dir, ist für die Untätige. Immer flowy Gedanken. Immer flowy muss irgendwas geben, oder mir ich. Wir sind Admin, also wir können sie jetzt cheaten, aber wir cheaten euch nichts. Und, jo. Okay, hier ist gerade. Hier könnten wir mal in eine Höhle gehen und Diorit farmen. Komm, wir farmen jetzt gerade Diorit hier. Hier ist nämlich schön. Nein, geht nicht. Und ich gebe sicher jetzt gerade auch keins, weil ich im Let's Play bin. Und ich sowieso nicht viel Keys habe. Tut mir leid, Novolem.
Schön viel Kies, also das jetzt wo waren, also im Gebirge, das wurde gut gemacht, dass im Gebirge mehr Kies ist. So, aber ich muss jetzt kurz Pause machen. Ich bin gleich wieder, also ja, der Part geht sowieso gleich wieder weiter. Und dann geht's weiter. Bis gleich. So, liebe Zuschauer, ja, ich sage jetzt kurz, was passiert ist. Ich hatte ein wenig Unterzucker, also zu wenig Zucker im Blut. Das ist nicht gerade gut, aber leider ist es wegen Diabetes, wo ich habe, ja, ein bisschen. Manchmal leider so, weil ich immer viel trainiere und dadurch viel Zucker verbrenne und durch das Insulin, ja, ein bisschen runterkomme manchmal. Da muss ich leider, ja, jetzt ist es das erste Mal, also es ist nicht so oft, aber es kann sein, dass ich eben in Zucker komme, wegen dem Insulin, das ich spitzen muss. Aber es ist eher Unterzucker als Überzucker. Also mein Diabetes ist nicht so schlimm, stark oder so. Also kein Problem. Aber wenn es mal passiert, dann, ja, es kann sein, dass ich manchmal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, fast Depri wirke oder so, wenn ich Unterzucker habe. Aber natürlich sage ich das immer sofort. Und das ist kein Problem. Also müsst ihr euch nicht Sorgen machen über mich. Solche Unterzucker sind jetzt nicht unbedingt sehr gefährlich. So, aber jetzt habe ich gerade den Rülpser mit dem schnell Essen, also nicht Rülpser, wie sagt man, Schluck auf, genau. Weil ich halt gerade schnell gegessen habe, weil ich pressieren musste, um wieder an Zucker zu gelangen. So. Also, dann machen wir weiter hier mit dem Abbau von Thiorit, genau. Ich verrichte hier gerade ein bisschen Abbau an, aber eben in der Dingwelt, in der Farmwelt, da könnt ihr abbauen, wie ihr wollt. Wenn ihr etwas wollt, dann könnt ihr hier auch abbauen, wie ihr möchtet. Aber eben schaut auf die anderen auch auf, dass sie nicht irgendwo reingeraten dann, weil ihr irgendwo einen 1000 Meter großen Krater oder Lava hinklatscht oder so. Und baut bitte nicht in der Bauwelt irgendwas ab, außer natürlich Bäume. Oder Wasser ein bisschen könnt ihr auch. Ja, der Server soll friedlich sein und nicht irgendwie kaputt gegrieft oder so. Also wenn ihr eben etwas braucht, geht in die Farmwelt und grieft dann nicht irgendwo, vor allem jemanden dann etwas ab oder so. Und lasst bitte die Arbeit nicht den Admins dann, dass die dann alles wieder aufbauen wollen müssen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Wüste dann auf Sand abgebaut wird oder eben wie ich jetzt Diorit. Aber ich bin ja nicht in der, ich bin ja in der Farmwelt und nicht in der Bauwelt. So. Also schauen wir noch ein bisschen weiter. Wow, 2,5 Stack. Das ist gut. Sind wir mal wieder sehr, fleißig gewesen. Aber ist ja nicht so lang gewesen. Sonst ist es langweilig. Bisschen Kies, ja. Bisschen Kies noch. Wenn wir schon so viel Kies haben wie hier, ist doch das gut, dass wir ein bisschen Kies nehmen können. Damit wir Wege bauen können. Ja, brauchen wir jetzt nicht allzu viel. Machen wir dann lieber ein bisschen Waldwege da von dem Ding mit dem Erde, wo nicht so, also wo nicht Gras wird, kein Gras drauf wächst. So, also dann haben wir hier ein bisschen Kies gesammelt noch. Machen wir noch ein bisschen mehr. Ja, Kies geht ein bisschen langsamer zum Abbauen.
Okay, nein, eigentlich nicht, aber ich tue jetzt zum Beispiel nicht so viel Kies abbauen, weil es mir nicht so viel Spaß macht. Hallo, Sir? Ah, okay. Server geht weiter. Also, jetzt könnten wir uns eigentlich hier runtergraben. Ich möchte gerne... Ja. So. Noch vier kommen. So. Oh, tups. Tut mir leid. Ja, wir bauen uns jetzt irgendwo runter. Mal schauen, wo. Wir bauen uns gerade runter. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir... So, dass wir nicht in Lava geraten oder so. /home. Ja, dann tun wir meinen über schreiben. Machen wir das am niedrigsten Punkt, dann müssen wir nicht so runter. Ja, okay. Am besten so machen, dass ihr neben dran abbaut, also nicht genau runter. Und jetzt zum Beispiel hier gemeinsam runter. Also 2 runter. So. 57, also sind wir schon unter der Erde. Nicht auf einem Berg. Oh. Nicht runterrutschen, Drago. Noch kein Lava, okay. Da können wir noch ein bisschen mehr Gravel mitnehmen. Da ist nichts. Ein Ding. Okay. Mal runterfahren würden, können wir uns retten mit dem Wasser. So. Das möchte ich gerne mitnehmen, das Sprengzeug. Naja. Nein, ich brauche es eigentlich sehr wenig. So. Noch ein bisschen mitnehmen von den Schienen. Also ich möchte dann ja schon ein bisschen etwas mit Schienen machen. Dann nehme ich die mal mit. Hier ist eine Schlucht. Könnte vielleicht irgendwo ein Diamant sein, aber no. Ja, hier ist Sackgasse. Jetzt irgendwo Wasser. Könnte mal ein bisschen Wasser runter tun. So, komm du mit. So, ich könnte ein paar Fäden noch mitnehmen. So kann man recht viel Fäden bekommen für Angeln und ja, was man so alles braucht.
Bogen, Bögen, ja. Also, dass man sie investiert an uns schlichen. Puh. So eine Kiste mit Kürbiskernen. Redstone müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Aber das Minenwaggon möchte ich gerne haben. Was rauslegen? Na komm, die Erde. Nein, das Minenwaggon. Carlo. Danke. So. Nerv mich nicht, Zombie. Da ist nix. Die Storage Card. Okay. Also der ist am ersten passiert. Der ist erstes nimmt. Der, dem wird's gesichert, das ist ja gut. Ich möchte hier noch schauen. 40 haben wir schon. Nehmen noch ein bisschen mehr mit. Hier ist nichts mehr. Okay. 50. So, aber Vollstack müssen wir jetzt nicht mehr. Schauen wir noch ein bisschen Stollen entlang. Hallo Creeper. Also Psyzioli nehme ich nicht mit. Bruchstein. Homebound. Bitte Heul. Und ruf mich mal an. Ah, oh, was ist denn los? So. Also, wir müssen eigentlich schon lange aufhören. Jetzt mit dem Part, der ist jetzt ein bisschen länger. Weil es so spannend ist, also so spannend. So cool ist, dass ich einen Stollen gefunden habe. Wie baue ich mich jetzt hier ein? Ist hier Sackgasse? Ja. So. Also. Dankeschön fürs Schauen. Und ja, viel Spaß noch. Tschüss.